Gebe jetzt gerne das Wort weiter an Dr. Tom Vogel, der auch schon im Bild erscheint. Dr. Tom Vogel ist Arzt für Allgemeinmedizin und klassische Homöopathie, beschäftigt sich bereits seit 20 Jahren mit der Homöopathie. Seit 11 Jahren ist er in einer eigenen homöopathischen Vollzeitpraxis tätig, hat von 2006 bis 2008 bei den Goldstandards Fallaufnahmeprojekt für Homöopathie mitgearbeitet und von 2010 bis 2019 sich sehr und intensiv in einem Handbuch für homöopathische Geburtshilfe gewidmet. Das von mir aus gesehen wirklich fantastisch aufbereitet hat. Aktuell arbeitet er in Niederösterreich und Wien in seiner eigenen Praxis. Ich freue mich sehr, von Dr. Tom Vogel einiges über die Behandlung der Pneumonie von Dr. Borland zu hören, den er genauer unter die Lupe genommen hat. Bitte um deinen Vortrag, Tom. Herzlichen Dank, lieber Georg, für deine einleitenden Worte. Genau, freue mich, dass ich heute auch einen kleinen Beitrag leisten kann. Ja, in der Vorankündigung waren es noch 150 Jahre, mittlerweile bin ich draufgekommen. Wir beschäftigen uns jetzt, wir sind mein Partner, Dr. Martin Wernert, und wir beschäftigen uns jetzt eigentlich mit 200 Jahren homöopathischer Erfahrung in der Pneumoniebehandlung. Ausgangspunkt war, zur ersten Corona-Krise im Frühjahr habe ich mir gedacht, was könnte ein wertvoller Beitrag sein von homöopathischer Seite. Und da bin ich auf die Idee gekommen, das homöopathische Wissen der letzten 150, 200 Jahre zum Thema der Pneumoniebehandlung, die ja auch quasi einen schwerwiegenden Fall von Covid-19 definiert, einmal aufzusuchen und dann den Versuch zu starten, dieses Wissen auch zusammenzubringen. Und ja, und von dieser Reise, die jetzt mittlerweile ja, 8 oder 9 Monate geht, und ungefähr mittlerweile 400 Arbeitsstunden beinhaltet, möchte ich heute ein bisschen etwas erzählen. Genau. Zu meiner Person wurde eh schon einiges gesagt. Genau. Der Umschlag meines Buches in dieser Arbeit zur Geburtshilfe ist es darum gegangen, eben genauso wie jetzt für die Pneumonie, für die Geburtshilfe zu tun, nämlich die geballte Erfahrung aus 200 Jahren homöopathischer Arbeit in einem Werk zusammenzubringen, also Materia Medica Repertorisation. Genau, mein